Selten hat ein Trainer am ersten Spieltag eine so klare Aufgabe gehabt. Aufstieg und sonst nix. Das ist Christian Neidhardts Job. Und wie er sagt, sieht er das ziemlich tiefenentspannt. Mal gucken, ob das 38 Spieltage lang so bleibt. Natürlich prächtige Stimmung im Karl-Benz-Stadion. Der SV Waldhof Mannheim genauso wie Viktoria Köln, aber von Verletzungssorgen geplagt, bietet heute gleich 5 neue Spieler auf. Aber die erste Möglichkeit in der 4. Minute, die hat ein Altbekannter, Barış Ekinçer. Aber Viktoria Kölns neue Nummer 1, Ben Voll, ist gleich mal voll da. Aber das ist doch mal ein Signal, dass der SV Waldhof hier sofort die Offensive sucht. Und natürlich ist die Stimmung sofort gut. Mit Tass und Bahn hat der SV Waldhof 2 spielstarke Spieler im Mittelfeld dazu bekommen. Flanke von Marco Höger auf Bentley Baxter Bahn, das ist einer der Neuen. Er kam von Hansa Rostock und weiß auf jeden Fall schon mal, wie man aufsteigt. Nicht voll getroffen, aber BBB hat auf jeden Fall Zug zum Tor. Auch wenn der Abschluss hier noch verbesserungswürdig ist. Viktoria Köln hat ja 20 Leute aus dem Kader der vergangenen Saison behalten, trotz langen Abstiegskampfes. Sie sind eine spielstarke Truppe. Yusuf Amin ist das, gerade mal 18 Jahre alt. Aber Waldhofs neue Nummer 1, Morten Behrens, lässt sich so natürlich nicht bezwingen. Ecke Waldhof, erst kurz gespielt, dann aber lang. Von Berkan Tass auf Gerrit Gohlke. Und da verhindert der Pfosten Schlimmeres, auch wenn Ben Voll die kurze Ecke zumacht. Der SV Waldhof funktioniert und die 5 Neuen wirken alle schon absolut integriert. Das kann man nach den ersten 20 Minuten schon mal festhalten. Kurze Trinkpause, natürlich auch die Möglichkeit für den neuen Trainer Christian Neidhardt, taktisch etwas einzugreifen. Viktoria Köln schafft es aber nach dieser Trinkpause nicht, für Entlastung zu sorgen. Berkan Tass. Sehr häufig am Ball erfindet Barış Ekinçer. Nicht schlecht gemacht, aber da fehlt dann doch ein bisschen der Druck. Ekinçer ist ja auch eher Vorbereiter, denn Torjäger. Dann wieder Berkan Tass, der tut dem Waldhof spürbar gut. Schöner Seitenwechsel auf Julian Riedel, der wie Bahn aus Rostock kam. Und der sieht Martinovic, nächste Waldhof-Chance. Stark gespielt und auch gut gemacht von Dominik Martinovic, der gut im Spiel ist, von dem aber mehr erwartet wird. Er muss jetzt langsam anfangen zu liefern, der Kroate. Er muss mehr Tore machen da vorne auf der 9. Viktoria Köln kann sich nur ganz selten von diesem Druck befreien. Und wenn sie vorne im Angriff sind, dann versuchen sie das meist auf spielerische Art und Weise zu lösen. Ein echter Mittelstürmer, der fehlt ihnen. Philipp ist das. Über ihn laufen dann immer wieder die meisten Angriffe. Aber insgesamt auch Viktoria Köln zu wenig torgefährlich. Wieder Ekinçer. Häufig wechselt er die Position, sehr schnell, sehr laufstark und dann Berkan Tass. Schade, dass er da nicht direkt schießen kann. Der Ball ist aber trotzdem sein bester Freund. Er gibt ihn ungern her und legt dann nochmal ab. Vieles sieht gut aus beim SV Waldhof, aber zuweilen fehlt den Mannheimern die Durchschlagskraft. Noch geht der Plan von Olaf Jansen auf, noch kein Gegentreffer. Ecke Waldhof. Und das sind Ballverluste, die einem Trainer den Puls hochtreiben. Und zum ersten Mal können die flinken Kölner tatsächlich ihre Schnelligkeit ausspielen. Yusuf Amin. Normalerweise sucht er dann wieder David Philipp. Und da ist er auch. Aber die neu formierte Innenverteidigung der Mannheimer funktioniert ganz offensichtlich. Gerrit Gohlke hat den zu München abgewanderten Jasper Verlaat bisher gut ersetzt. 0:0 zur Pause. Viktoria Köln hat sich das verdient, auch wenn der Waldhof ganz klar mehr vom Spiel hat. Direkt nach dem Wechsel Ecke. Ben Voll, Kölns Torhüter, mit einer souveränen Leistung bisher. Aber schafft es Mannheim jetzt, den Druck zu erhöhen? Schaffen sie es, mehr verwertbare Bälle in den Strafraum zu bekommen? Sieht ganz danach aus. Chance für Bentley Baxter Bahn und Dominik Martinovic. Der wirkt etwas überrascht. Aber der Druck ist jetzt da, das Tempo ist da, fehlt eigentlich nur noch die Präzision. Die hat Berkan Tass in der Vorbereitung, Kapitän Marcel Segert mit dem Kopfball. Ich bleib dabei, das sieht alles gut aus, das ist spielerisch ansprechend
Aber die ganz dicken und klaren Tormöglichkeiten, die fehlen noch. Aber der selbsternannte Aufstiegsfavorit bleibt dran. Köln lässt ihnen im Mittelfeld auch viel zu viel Raum. Und das nutzen sie mit schnellem Direktspiel. Und am Ende hat Berkantas die Chance. Aber auch er vertändelt und trifft nicht. Und trotzdem, der 23 Jahre alte Mittelfeldmann, der von Borussia Dortmund 2 kam, der fällt hier auf, der könnte den Unterschied machen. Marcel Segert, der Abwehrchef, direkt nach vorne auf Martinovic. Der legt rüber zu Barış Ekincir. Und das ist das 1:0 für den SV Waldhof. Und das ist jetzt einfach hochverdient. Ekincir hat in der vergangenen Saison nur ein einziges Spiel von Anfang an gemacht. Und heute trumpft er hier ganz stark auf. Und dieses Tor, das ist dann einfach die Belohnung für seinen starken Auftritt, der Lust auf mehr Ekincir macht. Wenn man so in eine Saison startet, vielleicht ist das ja Motivation, dann eine ganz starke Saison hinzulegen. 1:0 Waldhof. Olaf Janssen, jetzt ist seine Mannschaft in der Situation, dass sie aufmachen muss, dass sie angreifen muss. Und er hat in der Offensive ja durchaus Variationen. Den schnellen Simon Steele etwa, direkt vor dem 0:1 eingewechselt, der aber von Waldhof-Kapitän Marcel Segert etwas heftig von den Beinen geholt wird. Segert sieht dafür natürlich gelb. Da gibt es wohl keine zwei Meinungen. Aber es ist ein Signal. Viktoria Köln kommt. Youssef Amin, der Einzige im roten Dress, der so etwas wie Torgefahr ausstrahlt. Immerhin mal eine Ecke für die Kölner. Marco Höger hat da Amins Schuss geblockt. Noch eine Viertelstunde, Ecke Köln. Bisher hat der Waldhof im eigenen Strafraum die Lufthoheit, aber dieses Mal nicht. Und dann ist es Youssef Amin 1:1. Damit war nach den wenigen Offensivbemühungen der Kölner im zweiten Abschnitt wirklich nicht so schnell zu rechnen. Aber klare Sache, die Waldhofabwehr sieht da nicht gut aus. Und dieses 1:1 ist bitter nach dem ganzen Aufwand vorher, bis es wenigstens mal 1:0 stand. Und dann ziemlich direkt dieser Rückschlag. Und was bleibt Christian Neidhardt nach diesem Ausgleich? Er bringt alles, was seine Bank, ja sein ganzer Kader noch offensiv hergeben. Pascal Sohm und Fridolin Wagner ersetzen Martinovic und Bahn genau positionsgetreu. Schnatterer und Lebo sind ja verletzt. Aber die Zuschauer sind da, sie treiben ihre Mannschaft in der Mannheimer Schwüle nach vorne. Wer hat da jetzt noch den absoluten Willen, dieses Spiel zu drehen? Ja, wer wohl? Marcel Segert mit allem Einsatz auf Sohm. Und da ist Gerrit Gohlke. 2:1 Waldhof. Und da ist es, dieses Tor des Willens. Ganz stark vom Kapitän. Und es ist irgendwie bezeichnend, dass zwei Innenverteidiger dieses Spiel in die richtige Richtung drehen. Da fehlte vorne die letzte Durchschlagskraft. Und dann kommen die zwei körperlich so präsenten Segert und Gohlke und bringen Waldhof erneut in Front. Und jetzt setzen die Mannheimer in der Nachspielzeit noch mal Kräfte frei. Stefano Russo auf Dominik Kota. Und der macht das alles ziemlich abgeklärt. 3:1, die Leihgabe aus Karlsruhe trifft. Und das ist die Entscheidung. Der SV Waldhof Mannheim gewinnt dieses Spiel am Ende doch noch. Und das ist hochverdient, keine Frage. Auch wenn sie sich sehr spät für ihren großen Aufwand belohnt haben. Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Vor dem Saisonauftakt, nach der Vorbereitung, weiß man nicht ganz, wo man steht. Trotzdem denke ich, dass wir sehr, sehr gut angefangen haben. Ich glaube, dass wir eigentlich über weite Strecken das Spiel komplett kontrolliert hatten. Haben dann aber alles an Mentalität, alles an Wille auf den Platz gebracht, haben weiter an uns geglaubt, haben Gas gegeben und haben uns dann auch belohnt. Und ich denke, das Ding heute absolut verdient gewonnen. Erstmal wichtig, dass du gut in die Saison gekommen bist, dass du jetzt so die Vorbereitung abhaken kannst. Dass du mit dem Sieg jetzt in die Pokalwoche gehen kannst, ich glaube, das tut immer gut. Neuer Trainer, ein paar neue Spiele, ein bisschen Verletzungsprobleme die Woche über gehabt. Man weiß nicht so richtig, wo man steht, deswegen bringt so ein Sieg einen natürlich jetzt erstmal einen Schritt nach vorne. Gelungener Einstand für den neuen Waldhof-Trainer Christian Neidhardt. Die ersten 3 Punkte für das große Ziel Aufstieg sind schon mal eingetütet. Der SV Waldhof Mannheim ist gut in die Saison gestartet.